Die Nachhaltigkeit in der Mode ist ein wahnsinnig großer und sehr, sehr wichtiger Punkt. Ich persönlich produziere in Deutschland mittlerweile 30% und 70% in Italien. Nachhaltigkeit ist aber auch bei den Stoffen halt eben sehr wichtig. Die müssen halt eben wahnsinnig gut produziert sein mit den schönsten Farbstoffen, dass es halt eben auch nicht zu Allergien führt. Wir müssen aufhören, in den Billiglohnländern zu arbeiten, wo man wirklich auch Menschen ausbeutet. Das darf nicht mehr passieren. Leider Gottes haben wir es, dass die Menschen reinströmen und denken, sie kaufen ein T-Shirt für 3 Euro und das soll auch noch gut gefertigt sein. Davon soll noch einer auch sich was leisten können oder sagen wir mal, halt eben gut verdienen. Das funktioniert alles nicht. Irgendwo müssen wir damit aufhören. Wir selber sind es, die aufhören müssen. Nur wir selber. Es wird immer einen Anbieter geben, der immer billiger sein wird. Aber der Endverbraucher, der ist derjenige, der eigentlich über Nachhaltigkeit nachdenken muss.